Hallo, liebe Freunde des geschriebenen Wortes. Heute soll es um ein Buch gehen, das extrem gehypt wurde oder teilweise auch noch wird. Es geht um das Buch von M.L. Rio, If We Were Williams. Und ja, ich habe ein Mitteilungsbedürfnis wirklich zu diesem Buch, aber alles dazu und vor allen Dingen, wie ich es fand, erfahrt ihr nach dem kurzen Intro. Ja, neues Intro, neues Label auf meinem Kanal. Also jetzt wird wieder durchgestartet und ich beginne gleichzeitig mit einer, ja, ich will es mal Buchrezension nennen. Ich weiß, das ist jetzt nicht das beliebteste Thema, was bei BookTube von den Zuschauern geguckt wird. Dennoch habe ich Redebedarf zu diesem Buch If We Were Williams bei M.L. Rio. Und was vielleicht viele nicht wissen, dieses Buch wurde schon einmal veröffentlicht vor einigen Jahren unter einem anderen Titel, nämlich unter dem deutschen Titel, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Ich werde ihn einblenden. Und If We Were Williams ist der Originaltitel aus der englischen Originalausgabe. Ja, wie ich eben schon sagte, das Buch wurde extrem gehypt. Worin geht es ganz kurz? Es geht um Oliver Marx. Er ist hier der Hauptprotagonist in diesem Buch. Und Oliver besucht eine Universität für Theater und Schauspielerei. Und das ist eine Elite-Universität, so eine Art Privatuniversität, wo eigentlich alles gelehrt wird, was sich rund um das Theater bewegt. Also hier werden Schauspieler ausgebildet, hier gibt es aber auch Bühnentechniker oder auch irgendwelche anderen künstlerischen Tätigkeiten, die hier ausgebildet werden. Und hier kommen eben auch wirklich Koryphäen der Schauspielerei, gehen aus dieser Schule oder aus dieser Universität hervor. Insofern ist es für Oliver natürlich auch ein Traum, hier zu studieren. Und ein großer Schwerpunkt, und damit beschäftigt sich eben auch dieses Buch, ist Shakespeare. Ja, einige von uns haben mit Shakespeare sicherlich auch schon Berührungspunkte gehabt, sei es jetzt in Filmen oder auch in Büchern, vielleicht sogar die eine oder der andere in der Schule. Und da zähle ich mich auch zu. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war nie jemand, der Shakespeare extrem viel abgewinnen könnte. Ja, kann jetzt sein, dass ein kleiner Shitstorm losgeht jetzt gegen mich, weil viele finden Shakespeare natürlich toll. Ich nicht, weil ich einfach nicht so, wie sage ich das jetzt, ich konnte keine Nähe zu diesem ganzen Thema so richtig für mich aufbauen. Zumindest ging es mir als Schüler früher so. Ich habe tatsächlich auch nochmal was freiwillig gelesen von ihm, Der Kaufmann von Venedig. Fand ich sehr gut, unter anderem. Allerdings, wie gesagt, ich konnte immer diesen Bezug nicht so für mich herstellen. Das hatte natürlich mit der Sprache zu tun, weil das ist einfach eine andere Zeit, in der geschrieben wurde. Vieles ist ja auch mit Reimen geschrieben worden oder mit Zeilen, mit Versen. Und ich tat mich da doch etwas schwer. Manche Dinge musste ich mehrfach lesen, um sie zu verstehen. If We Were Williams ist eben die Geschichte von Oliver, und Oliver gibt also einen Blick in seine Vergangenheit, in die Ausbildung seiner Schauspielerschule uns als Leser zugegen. Und ja, er hat ganz, ganz viele oder ganz viele gute Freunde, das sind glaube ich 5 oder 6 Leute, genau, mit denen er diese Schauspielerausbildung durchlebt, die unterschiedliche Charaktere haben. Und ist das Problem dieser jungen Schauspieler ist, dass sie wahnsinnig fanat in ihre Rollen sind und auch in das Ausüben ihrer schauspielerischen Fähigkeiten. Und so kommt es einfach, dass sie diese Schauspielerei auch im realen Leben nicht wirklich ablegen können. Das heißt, sie leben ihre Schauspielerrollen weiter. Und so kommt es auch, wie es kommen muss. Es entwickelt sich wirklich ein Drama unter den Freunden mit Liebesbeziehung, mit Betrug, mit Hintergehung. Und tatsächlich kommt es dann auch zu einem Todesfall, der zunächst
aussieht wie ein Unfall, aber dennoch gibt es hier viele Intrigen, die sich ineinander verstricken und kommt es eben auch, dass diese Jugendlichen in Verdacht geraten, etwas mit diesem Tod zu tun zu haben. Mehr möchte ich ja zum Inhalt nicht erzählen. Es ist schlussendlich nachher eine Geschichte, die im Grundsatz wirklich spannend ist. Also, auch wenn ich jetzt ein bisschen über dieses Buch reden möchte, ist es nicht so, dass ich es nicht empfehlen kann. Allerdings muss ich sagen, für mich große Schwäche. Das Buch ist eingeteilt wie ein klassisches Theaterstück in 5 Akte. Ja, wir haben im Prinzip anfänglich die Situation im ersten Akt, wo die Protagonisten ausführlich vorgestellt werden. Im zweiten Akt geht es dann so langsam Richtung Spannungsaufbau. Und das Problem sehe ich hier eigentlich im vierten Akt. Das ist immer der schwierigste für Autoren, finde ich, nämlich die Spannungskurve zu halten. Man hatte im dritten Akt im Prinzip den Spannungshöhepunkt und im vierten Akt muss man die Spannung halten, bevor es im fünften Akt eben zum Finale kommt. Und das ist in meinen Augen der Autorin nicht durchweg gelungen, weshalb ich diesem Buch in Gesamtheit tatsächlich auch nur 3 Sterne gebe. Ja, woran lag es noch für mich? Es lag einfach daran, dass diese Shakespeare-Zitate in Hülle und Fülle vorkamen. Und natürlich, wenn jetzt Shakespeare-Fans von euch darunter sind, die werden sagen, wow, mega, finde ich richtig cool. Und das haben auch viele gesagt. Wir haben nämlich dieses Buch in einer Lesegruppe gelesen. Es gibt dazu auch einen Livestream, den ihr euch nachträglich anschauen könnt, zusammen mit Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff. Die hat das Ganze auch organisiert. Und wir haben dieses Buch in einer Rido-Gruppe gelesen. Das war super spannend, die Kommentare der Mitleserinnen und Mitleser zu lesen. Und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann über diesen Hangout den Austausch mit den Lesern zu tätigen. Ja, und die meisten, wie gesagt, fanden das Buch sehr gut. Es gab einzelne neben mir auch Kritiker, die es nicht so gut fanden. Und wie gesagt, es hatte einfach mit dieser Hülle und Fülle von Shakespeare-Zitaten zu tun, die das Buch unnötig in meinen Augen gesteckt haben. Und die Spannungskurve hat darunter extrem gelitten. Außerdem gab es für mich einige Dinge, die zu vorhersehbar waren, wo ich einfach schon wusste, worauf es hinausläuft. Und ich liebe es einfach, wenn die Autoren mich packen können und überraschen können. Ne? Wenn, das kennt ihr selbst, wenn einfach Drehungen und Wendungen innerhalb der Story passieren, die einen nochmal vom Hocker reißen. Und das konnte dieses Buch bei mir leider nicht erreichen. Ja, insofern, das Buch zählt circa, jetzt muss ich mal schauen, etwas über 260 Seiten. Es ist zu haben im Pinguin Verlag für 12 Euro. Zur Autorin kann ich noch sagen, sie hat Shakespeare studiert. Also es gab ein extra Studienfach, was sie gemacht hat. Und dabei hat sie eben einen Schwerpunkt auf Shakespeare und Shakespeares Werke gelegt. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Shakespeare so eine große Rolle in ihrem Debütroman spielt, was gleichzeitig ich auch als eine Art Krimi, vielleicht sogar Thriller, deklarieren würde. Ich glaube, es steht hier auch drauf, irgendwo steht intelligenter Thriller. Und bei sowas denke ich ja immer an Robert Harris oder ähnliches und greife dann auch gleich zu dem Buch. Also, Fazit. Für Shakespeare-Liebhaber ein sicherlich lesenswertes Buch mit einer tollen Geschichte, einer tollen Idee, die allerdings für mich, die mit Shakespeare nicht ganz so viel anfangen können, nicht richtig gut umgesetzt wurde. Die Charaktere sind für mich zum Schluss blass gewesen. Sie waren mir teilweise wirklich egal, was mit ihnen passierte. Und das darf für mich in einer Geschichte nicht passieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich musste das einmal rauslassen. Mich würde interessieren, ob ihr dieses Buch If We Were Williams schon gelesen habt. Und wenn ja, was ist eure Meinung dazu? Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ciao!